Hallöchen. So, ihr habt das schon auf dem Bild gesehen. Ich habe hier so ein Teil. Das sieht schon recht ungewöhnlich aus. Hier steht was mit AHA, A und Volt. Drei Tasten mit OK, Plus, Minus. Oben steht was mit Max 15 Volt, 3 Ampere, 9999 Ampere Stunden oder AHA. HW, muss ich selber mal gucken, 586, kann ich in der Kamera so nicht sehen. Bisschen was an Bauteilen drauf. Ich gehe mal dichter. Ich hoffe, das geht so. Da. Bisschen was an Bauteilen drauf. Da sieht man schon R020. Das ist ein 20 Milliohm Widerstand. Anscheinend was mit Strom messen. Aber die haben hier was gemacht an dem Teil. Da fragt man sich, warum sie es so gemacht haben. Naja, gut. Es ist nicht viel drauf. Hier hinten ist auch nicht viel drauf. Es steht nur DC 5 Volt. Es sind auch nur 5 Volt. Mehr hat diese Buchse nicht zu sagen. Es sind auch nur die Spannungsversorgungspins angelötet. Ich glaube, das kann man sogar sehen. Da. Und all die vier Terminals. Und eben hat man schon gesehen, da steht was mit R plus, minus und nochmal R als in. Ja, da kommen externe Widerstände ran. Und zwar nicht irgendwelche, sondern welche, die sie beigepackt haben. Ich mache das Video hier gerade neu, weil das ist doch echt zu lange und zu aufwendig, bis ich das Video dann fertig hätte. Nun vermisst man aber noch irgendwie, da muss ja noch ein Controller oder irgendwas sein. Da kann ja nicht alles sein. Ja, der Controller und das ist unter dem 7-Segment-Anzeigeblock hier. Vierstellig ist der. Das ist ein vierstelliger Block. Das ist ein so ein ganzer Block. Da steckt ein ST8 irgendwas drin, also ein 8-Bit-Controller, aber nicht von Atmega oder Atmel, sagen wir es mal so, das ist von ST. Kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. So, was haben sie da noch gemacht? Es gab dazu Widerstände, und zwar zwei Stück. 5 Watt, 7,5 Ohm. Und die sollen beide zusammen parallel dabei eher rein. Und die Spannung kommt dann hier in bei Plus und Minus rein. So, das Ding, ich habe es eigentlich schon hier als Video gemacht mit Kalibrieren. Aber anscheinend hat das wohl nicht hingehauen, weil ich habe nochmal nachgelesen gerade, da sollte noch was passieren, was hier gerade nicht passiert ist oder was da nicht passiert ist. Ich werde mal was vorbereiten. Ich habe mir schon was besorgt, weil so wie ich das vorhin hatte, geht das gar nicht. Also ich melde mich gleich wieder. Ich bereite mal was vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, du sehen wir uns hier. Ich habe was fertig gemacht. Die zwei Widerstände, die habe ich hier, komm mal her, da angelötet und außen dran sind an den äußeren Anschlüssen, da wo er steht. Und bei innen, Plus und Minus, sieht man gelb und schwarz. Ich habe leider kein Rot gehabt in der Größe. Rot habe ich schon da, aber da muss ich drei von diesen Dingern zusammenpacken. Das ist ein bisschen viel. Gleich noch einen Batteriehalter da angelötet. Ja, es ist nicht so schön, aber es passt so, dass ich dann auch Batterien messen kann. So, und jetzt will ich das Kalibrieren nochmal machen. Da werden aber die Widerstände ganz schön warm. Ich weiß gar nicht, ob ich die Widerstände im ersten Moment brauche. Aber ich lasse sie einfach mal dran und dann schauen wir mal. Wenn ich das Ding einstecke, das hat ja Micro-USB, dann zeigt er erstmal 0 an. Dann kann ich euch noch zeigen, was er sonst noch hat. Und zwar P19. P12, nicht P19, und springt um auf P00,5, 00,6 und so weiter und geht dann hier immer höher, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und fängt dann wieder bei P005 an. P005, ich weiß nicht, ich habe nichts, womit ich das ein bisschen abdunkeln könnte, außer ein Stück Papier, um mal zu gucken, ob das vielleicht erkennbar ist. Ich mach mal so, da steht jetzt
Ja, P005. Na, ist egal. Geht so nicht. Das heißt nicht Power 005, sondern das ist die Entladespannung. Und die Entladespannung, die unterste Grenze ist hier 0,5 Volt. Ihr habt auch schon einen Akkuhalter gesehen. Warum so wenig? Wegen AAA-Batterien oder AA-Batterien. Ich mache da noch andere Halter ran. Noch Kroko-Klemmen und so weiter. Aber für den jetzt erstmal hier passt das so, dass ich die entladen kann. Die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus haben eine Lade-Entlade-Schlussspannung von 0,7 Volt. Nicht weniger. Dann habe ich noch Nickel-Cadmium-Akkus. Das ist hier ein 4800 mAh. Der scheint auch noch nicht ausgelaufen zu sein. Ich weiß nicht, wie fit der ist. Nickel-Cadmium haben eine Entladeschlussspannung von 0 Volt. Die sollten auch vor jedem Laden komplett auf 0 Volt gezogen werden. Für eine ganze Weile. Und dann erst geladen werden. Sonst haben die wirklich einen starken Memory-Effekt. Und das kennen wir alle von Nickel-Cadmium. Die mögen das nicht. Aber das sind eigentlich die besten Akkus, die es gibt. Wenn man sie richtig behandelt und richtig ladet und so weiter, können die wirklich über Jahrzehnte halten. Nur ist ein Cadmium halt eben giftig und deswegen verboten worden, so gesehen. Das, was ich jetzt noch finde, ja, das sind die Restbestände. So, ich wollte das Ding ja kalibrieren. Das hat vorne nicht so ganz hingehauen. Ich habe mir hier schon was vorbereitet. Ich brauche dazu nämlich eine externe Spannung. Und dann muss ich jetzt mal gucken. Ich habe hier leider nur im Moment zwei blaue. Und einen muss ich jetzt als Minus machen. Da mache ich die Klemme mit noch schwarz dran. Und an dem anderen die Klemme mit rot. Da weiß ich wenigstens, was Plus und Minus ist. Das Ding ist hier nicht verpolgeschützt. Also wenn ihr hier verpolt, kann es unter Umständen kaputt gehen. Also ich habe das im vorherigen Versuch schon mal aus Versehen gehabt, dass ich es verpult habe, aber nur mit einer 1,5 Volt Batterie hier oder mit dem Akku hat das Ding überlebt. Ich weiß nicht, wie viel das Ding ab kann. Wir wollen es nicht heraufbeschwören. So, zum Kalibrieren. Ich muss es erst kalibrieren, sonst ist das nicht wirklich genau. Brauche ich auch eine Spannung. Auf Netzteil, das kannst du schon mal anmachen. Ich nehme den Strom ab. Da muss ich alle drei Tasten gleichzeitig drücken. Und dann Strom rein. So, und jetzt steht da 0 Volt 0A. Oder OUA 0A oder sowas. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es ist blöd. Das heißt, ich soll die Eingänge kurz schließen. Ah, komm her. Ich versuche das mal so kurz zu schließen. Mit einer Klammer. Ich gucke mal, ob es auch wirklich kurz geschlossen ist. Schauen wir mal. Ist kurz geschlossen. Dann drücken wir OK. Jetzt möchte er genau 10 Volt haben. Darum habe ich jetzt das Netzteil schon mal angemacht. Und Batteriehalter kann ich ja hier einmal Plus dran geben und hier einmal Minus. Und jetzt gucke ich noch nebenbei mit dem Multimeter, ich kann das jetzt leider nicht ins Bild bringen, ob ich da auch wirklich 10 Volt habe oder nicht. Das Multimeter ist relativ genau. So, ich mache mal die Spannung hier an. Habe ich 11, noch was Volt. So. 9, warum springst du so? 9,4, 5, 6, 7, 8, 10 Volt. Okay. So, und jetzt möchte er, dass ich da 2 Ampere anschließe.
habe, sollte er eigentlich 2 Ampere fließen haben. Jetzt gehe ich da mal hin. Es scheint wahrscheinlich irgendwas nicht ganz hinzuhauen. Nein, du sollst daran und du sollst daran 2,00 Ampere habe ich schon eingestellt und jetzt mache ich OK. Jetzt ist er auf 10 Volt. Jetzt hat das, glaube ich, funktioniert. So, jetzt stelle ich mir mal ein 1,3 Volt. 1,3 passt. Jetzt drücke ich mal OK. 0,05 Volt, 1,3 Amperestunden, nix. 292 Milliampere. 292 Milliampere. Es passt. Soweit passt es. So, wenn ich jetzt die Spannung niedriger mache. Noch niedriger. Ja, jetzt bin ich drunter. Jetzt fängt er an zu blinken und sagt, er hat 1 Milliampere Stunden rausgezogen. Error 2 ist auch richtig, kann er die Spannung nicht messen. So, jetzt ist es kalibriert. Und jetzt kann ich, wofür ich es auch besorgt habe, Akkus aus, also zumindest die Kapazität messen. Der hier hat jetzt 2,5 Ampere Stunden, steht hier drauf. Beziehungsweise er sagt hier 2500 Milliampere Stunden, sagt er hier. Gucken wir, ob ich es drauf kriege. 1,2 Volt, 2500 Milliampere Stunden. Den könnte ich jetzt damit testen. Ich habe den aber schon vorhin laufen gehabt. Ich mache den erstmal ins Ladegerät. Ja, ist ja gut. So. Dann, also wie gesagt, damit möchte ich die AAA testen. Ich kann damit Lithium-Ionen-Zellen testen. 6 Volt Akkus, 12 Volt Akkus, das geht alles. Aber nur halt eben in Amperestunden. Keine Wattstunden, nix, weil ich kriege keine Zeit und nichts angezeigt. Wenn die Entladespannung erreicht ist, fängt er an zu blinken, schaltet auch den Strom weg, fängt nicht wieder neu an, zeigt mir dann eben blinkend die Amperestunden an, die er entnommen hat und das war's dann. Dafür reicht das völlig aus. Ihr werdet dieses Video früher sehen als das andere Video, was ich hier vorher schon gemacht habe, beziehungsweise am Machen bin. Das ist nämlich noch dabei. Ja, bis jetzt sieht es sogar noch gut aus. Und ich werde jetzt hier mal einen Akku reinpacken und den entladen bis auf 0,7 Volt. Dazu nehme ich diesen Eneloop Akku. Der ist von Sanyo. Ich gucke mal, ob ich es noch ein bisschen besser hinkriege. Und da steht da noch ganz viel. Typ 2000 mAh, Minimum 1900 mAh. Den habe ich gerade aus dem Ladegerät genommen. Den werde ich jetzt reinstecken und laufen lassen. Und werde dann in einem neuen Video einmal kurz ein Update darüber geben, was das ergeben hat. Ich möchte jetzt hier nicht unter Umständen 2, 3, 4 Stunden warten, bis der Akku entladen ist und dann erst das Video weitermachen. Ihr sollt das Video jetzt natürlich schon mal kriegen und den Rest mache ich dann als Update. Gut, dann
werde ich den erstmal hier reinpacken. Und ich habe wieder das Problem. Dieser Halter ist nicht so schön, aber er funktioniert. Den werde ich reinpacken. Und jetzt fängt er an. Jetzt ist der Akku runtergegangen. Bei 238 mAh auf 0,92 Volt. Anscheinend ist der Akku nicht mehr so toll. Gut, ich lasse ihn mal laufen und danke fürs Zugucken. Update gibt es dann im neuen Video. Tschüssi.